Maria will ihn, den neuen Job. Aber was sie beim Vorstellungsgespräch alles gefragt wird, gefällt ihr gar nicht. Sind Sie schwanger? Haben Sie Kinder oder möchten Sie welche? Na hallo Maria, das geht aber deinen Chef gar nichts an. Du brauchst diese Frage nicht zu beantworten. Nur wenn du einmal Pflegefreistellung brauchst, musst du nachweisen, dass du zum Beispiel ein krankes Kind hast, das betreut werden muss. Jude, Moslem oder Christ, Umweltschützer, Politaktivist? Nein, nein, nein. An wen du glaubst, bei welchen Vereinen du bist oder welche politische Einstellung du hast, brauchst du nicht zu sagen. Angaben zu deiner Religion kannst du machen, wenn du an einem gesetzlichen Feiertag frei haben willst. Haben Sie schon mal was ausgefressen? Stopp! Ob du eine Vorstrafe hast, ist deine Privatsache. Außer es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Delikt und dem Job. Haben Sie irgendwelche Krankheiten? Falsche Frage. Der Arbeitgeber darf sich nur für Krankheiten interessieren, die eine Gefahr für Kollegen oder Kunden darstellen könnten. Zum Beispiel eine offene TBC. Wenn ein ärztliches Attest verlangt wird, darf nur drinstehen, geeignet oder nicht geeignet für den Job. Wonach darf dich dein Arbeitgeber fragen, Maria? Dein Arbeitgeber braucht grundlegende Daten zu deiner Person. Dazu gehören Adresse und Sozialversicherungsnummer. Eine Ausweiskopie darf er verlangen, aber nicht die Aufgabe deiner Privatsphäre. Gerechtigkeit muss sein. Arbeiterkammer. Nähere Informationen zum Thema Privatsphäre am Arbeitsplatz inklusive Ausnahmeregelungen finden Sie unter www.arbeiterkammer.at.